Ja, hier ist das Geburtstags-TV. Sind wir doch mal ehrlich, ist das Leben nicht wie die Kerze uns in ihrer Flamme immer den wärmsten Punkt an der Spitze oben zeigt? Ist das Leben nicht wie ein Muckenschiss in der Weltgeschichte? Ich denke ja. Aber unser individuelles Leben, wenn es ein Muckenschiss in der Weltgeschichte ist, ist es für uns wichtig. Und wir sind die Irrläufer, die in diesem zeitgeschichtlichen Moment durch das Leben gehen. Irrläufer ist auch ein Gedichtband von Walle Seier. Das gefällt mir, ein kurzes Aphorismus. Nimmer nie und wirklich oder wahr. Kein Simsala Kadabra, nur ein Kindermund, der sagt, das hätte ich wollen möchten. Ja, Geburtstage werden gefeiert oder auch nicht gefeiert. Das hat unterschiedliche Gründe, aber die vollen Geburtstage sind eigentlich immer wieder der Moment, wo man Freunde, Menschen, die einem wichtig sind, zu Gaste lädt und ein Fest feiert. Deshalb wünsche ich allen Geburtstagskindern, die ihren 60., ihren 55., ihren 50., ihren 45., ihren 40. oder auch den alljährlichen Gebühren feiern, alles Gute und viel, viel, viel Weisheit, nämlich die Erkenntnis der Weisheit. Naja, ist das nicht im Ei der Weisen gebündelt? Wie gesagt, jeder ist sein eigener Säckelesbeck, sagt man im Schwäbischen, oder so wie ich diesen Gedichtsband verstehe, jeder macht seine Irrläufe und jeder ist für das verantwortlich, was er tut. Und ich wünsche den Geburtstagskindern, dem Geburtstagskind, Bestes. Möge er zurückschauen, im vorausschauenden Wissen, dass das, was gestern mal war, möglicherweise heute keine Gültigkeit hat. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, habe es niemals so gewollt, so vergeht Jahr um Jahr und es ist längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Also, das war das Geburtstags-TV. Alles, alles Gute, liebes Geburtstagskind. Beste Wünsche und viel Weisheit und Kraft im Alltag und für die Zukunft. Das Geburtstags-TV.